Servus, grüßt euch beieinander. Mein Name ist Georg Meierhofer, ich bin 41 Jahre, Familienpapa von 3 Söhnen, glücklich verheiratet. Und ich betreibe mit Herzblut unsere Landwirtschaft im südlichen Landkreis Passau in der schönen Marktgemeinde Ortenburg. Was mir ganz wichtig ist für die Zukunftsgestaltung der Landwirtschaft, und wir befinden uns ja in einem großen Transformationsprozess, ist der Wissenstransfer. Für uns Landwirte ist es wichtig, zukünftig auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse anwenden zu können. Das heißt, wir müssen eine Brücke schlagen zwischen Wissenschaft auf der einen Seite, was uns die sagen, hinsichtlich Biodiversität, hinsichtlich des Arten- und Naturschutzes und hinsichtlich des Tierwohls. Und auf der anderen Seite müssen wir das transformieren, umsetzen, wie können wir das in der Praxis dann tatsächlich anwenden, um erfolgreich zu sein, und müssen dann auch wieder als Bauernverband Rückkopplung geben, dass man die richtigen Signale an die Politik sendet. Wo sind unsere Probleme bei der Umsetzung? Wie können wir das gestalten? Und das zieht sich rein, dieser Wissenstransfer von der Ausbildung weg bis weiter hin, in die Praxis zur Landwirtschaft hinein. Das Staatsministerium hat jetzt kürzlich mit der InnoTour einen Meilenstein gesetzt, und genau diesen Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis zu ermöglichen. Und dafür möchte ich werben, dafür stehe ich auch als Demonstrationsbetrieb im Landkreis Passau, dass wir die Neuerungen erkennen, dass wir mitmachen und dass wir die Wertschöpfung für die Bauernfamilien auf der Fläche einfach erhalten, um auch das möglich zu machen, auch in Zukunft von der Landwirtschaft gut zu leben. Also das ist mein Ansinnen. Und dann, liebe Leute, sehe ich, wenn ich heute die Landwirtschaft sehe, das Bodenständige und die Technik dazu, diese Digitalisierung, dann ist Landwirtschaft ein Zukunftsberuf, der tipptopp ist. Und damit wünsche ich euch alles Gute und haltet die Ohren steif. Servus.